Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Guild Wars 2. In der vergangenen Folge haben wir das Schicksal von Rianok, dem ersten Toten der Silvari und dem Schwert Khalad Bolg erfahren. Wir haben außerdem von dem Lich Mazdak gehört, Rianoks Gegner. Nun hat Marla den Auftrag, das Schwert Khalad Bolg von Rianoks ehemaligen Knappen Wayne zurückzubeschaffen. Wir treffen Marla wieder im Kloster Eldwin, indem sie eine kleine Pause gemacht hat und die Braukunst der Mönche genossen hat. Natürlich hat Marla die Mönche auch bei ihren täglichen Verrichtungen unterstützt, wie die Felder des Klosters bestellen, Ungeziefer zu vernichten und, natürlich, das Bier zu kosten. Da fällt ihr plötzlich ein dubioser Kunde auf. Sie behält den Burschen mal besser im Auge, während er sich die Waren der Mönche anschaut. Da hatte Marla wohl den richtigen Riecher. Der Dieb kommt auch nicht weit mit seiner Beute. Das Fass des wertvollen Gebräus ist dann auch schnell zurückgebracht. Aber natürlich ruft die Pflicht und so macht sich Marla auf den Weg zur Arena in den Gendaran-Feldern. Es ist auch nicht sehr weit entfernt und die Reise führt Marla durch die Felder von Kryta. Vor der Arena trifft sie Kai, die ihr den Plan erläutert. Hallo Heroldin. Bereit für etwas Spaß auf Kosten dieses Bösewichts? Ich habe kein Mitleid mit Wayne. Er hat Rianoks Schwert gestohlen und den Erstgeborenen zum Sterben zurückgelassen. Er hat das Schlimmste verdient, was wir ihm antun können. Die Einstellung gefällt mir. Wir bringen ja einiges in Bewegung, also lasst euch den Ablauf erklären. Erst ersetzen wir mal den Grubenaufseher durch jemanden, der Wayne nicht mag, damit all seine Kämpfe schwer werden. Dann bestechen wir den Seraphenfeldwebel, damit ein paar abgerutschte Pfeile während Waynes Turnier in der Grube landen. Und schließlich mischen wir Wayne noch was in den Becher, damit seine Reflexe im Kampf träge sind. Wenn all das ihn nicht umbringt, dann weiß ich nicht was. Ihr seid extrem gründlich. Sind alle Agenten des Ordens der Gerüchte so wie ihr? Ja, müssen wir auch sein. Der Orden der Gerüchte ist die älteste Organisation in Tyria. Wir wissen schon am längsten von den Drachen. Aber wir haben es geschafft zu überleben. Und zwar, weil wir listig sind. Ihr würdet da gut reinpassen. Wenn ihr jemals beitreten wollt, lege ich ein gutes Wort für euch ein. Ich werde dran denken, wenn wir das Schwert haben. Genau. Dann kommt. Lasst uns etwas Chaos verbreiten und wieder abhauen, bevor jemand auch nur mitkriegt, dass wir da waren. Dann fangen wir mal mit Feldwebel Giles an. Wie Kai richtig vermutet hat, ist der Feldwebel etwas Schmiermittel gegenüber nicht abgeneigt und begibt sich auch direkt auf die Mauer. Nun gilt es, Wayne Kais Mittelchen einzuflößen. Happy, komm! Batschelfahne! Starr nicht so darüber. Schau dir den Kampf an und lass Papi sein Bier trinken. Man merkt, die Menschen hier hatten noch nicht so viel Kontakte zu den Silvari. Am nahegelegenen Packbullen kann sie ein Bierchen mit Kais Mittel versetzen und das Getränk dann Wayne anbieten. Wisst ihr, ich hab viel zu tun. Ihr seid also Wayne? Ich habe schon von euch gehört. Ihr seid ein berühmter Gladiator aus Löwenstein. Ich gebe euch einen aus auf euren nächsten Sieg. Ich trinke vor dem Kampf nicht ohne guten Grund. Und ich trinke nicht allein. Das, ist schon in Ordnung. Ich trinke einen mit. Na komm, nur dieses eine Mal. Was kann schon passieren? Na gut, stimmt schon. Ihr Zweiglein seid ja keine echten Gegner oder so. Prost! Das lief jetzt nicht wie geplant. Wayne hat nur getrunken, wenn Marla mittrinkt. Das Halluzinogen des Ordens ist durchaus stark und auch Marla merkt den Effekt. Wayne steigt dann auch sofort in die Arena. Marla gesellt sich zu Kai für Waynes ersten Kampf. Wayne schafft es auch, den Gegner zu besiegen, aber dann passiert etwas Merkwürdiges. Vargs? Soll das ein Scherz sein?
Barks stürmen in die Arena und greifen Wayne an. Allerdings scheint auch nur Marla das mitzukriegen. Genug! Der gute alte Wayne. Wayne, der Ungeschlagene. Ich kann ihn gut leiden, den Burschen. Trotzdem wartet der Ansager, bis die Barks besiegt sind, um seinen Kommentar dazu zu geben. Kai scheint etwas besorgt, dass Marla mitgetrunken hat, und gibt dir das Rezept für ein Gegenmittel zum Halluzinogen. Warum habe ich auf diese Lusche gesetzt? Wayne gewinnt doch immer. Wayne gewinnt immer. Das habe ich euch doch gesagt. Ja, ich weiß. Aber ich setze halt lieber auf Außenseite. Die Zuschauer scheinen aber nichts mitbekommen zu haben und kommentieren den Kampf entsprechend. Marla macht sich also daran, den Ansager abzulösen. Ich bin zu alt für dieses Geseier. Der Ansager nimmt auch die Bestechung an und macht den Weg frei. Eine passendere Kandidatin steht bei den in Flammen stehenden Zelten. Ellie nimmt sich auch der Herausforderung an. Ich bin gespannt, wie die kleine Asura die Menge unterhalten möchte. Danach macht sich Marla auf den Weg zur nahegelegenen Quelle, um ihr Gegenmittel herzustellen. Doch leider trifft sie dort Wayne, sodass sie nicht zur Tat schreiten kann. Der reale Varg hat sich leider aus Versehen dazu gesellt und kann erst angegriffen werden, nachdem der Dialog mit Wayne beendet ist. Deshalb ignorieren wir ihn vorerst. Danach greifen allerdings nochmal Geister-Vargs an und Marla wird auch Opfer des Angriffs. Zusammen mit Wayne bekämpft sie die halluzinierten Vargs. Wayne ist danach vollkommen verwirrt und findet kaum noch den Weg zurück zur Arena, doch Marla kann ihn immer wieder in die richtige Richtung weisen. Macht schnell! Im Camp der Arena-Kämpfer tauscht Wayne dann Freundlichkeit mit dem nächsten Gegner aus. Keine Ahnung, wo die Organisatoren euch herhaben, Char, aber ich mach euch trotzdem fertig. Der Letzte, der mich dumm angeredet hat, war hinterher ziemlich kopflos. Wenn ihr wisst, was ich meine. Marla gesellt sich zu Ellie, um das weitere Spektakel zu sehen. Wow, der Char ist ja ein Brocken. Ich hoffe, der neue Kommentator nimmt Vietnam. Wieso tut ihr euch das an? Ihr verliert das Geld, sobald Wayne erscheint. Mag sein, aber ich wette trotzdem. Hoffnung kann ja nicht schaden. Willkommen, jung und alt, Asura und Char, Silvari und... Quaggan? Echt? Wir haben einen Quaggan? Toll. Willkommen zu einem Nachmittag voll exquisiter Schläge aufs Maul. Auf der einen Seite der Grube, Wayne, der unbesiegte Champion. Drüben, Trax, die Bösartige. Wie bösartig sie ist? Sie würde einem Ertrinkenden beide Enden des Seils zuwerfen. So bösartig, dass euch der Dolch abbricht, wenn ihr zufällig ihr Herz trefft. So bösartig, dass... Hä? Gut, ich halte ja die Klappe. Los mit dem Gemetzel! Nun beginnt der nächste Kampf Wayne's. Marlas Aufgabe ist aber durchaus denkwürdig formuliert. Überlebt den nächsten Kampf Wayne's. Was soll denn hier auf den Zuschauerrängen schon passieren? Da steckt wohl mehr in Trax, als man zuerst denken möchte. Sie wird richtig wütend und greift Wayne an, als sich auf einmal Schleime einmischen. Die Schleime attackieren auch Marla auf der Zuschauertribüne. Aber eine noch größere Gefahr sind die plötzlich auftauchenden Schaufler. Es ist vollkommen typisch. Alle anderen ignorieren die Bedrohung durch die Schaufler, die Marla immer wieder hin und her und zu Boden schleudern. Marla kämpft einen Kampf auf Leben und Tod, während die ganzen Seraphen einfach nur zusehen. Oder sind es Moas? Und warum brennt auf einmal alles? Da verliert Marla das Bewusstsein. Ah, da seid ihr ja, Strahlauge. Kommt nur, das Schwert wartet. Marlas Kopf ist immer noch etwas schwummrig. Nun müssen die Silvari aber nur noch Khalad Bolg an sich nehmen. Wie wär's damit? Ich hole dieses große, dreckige Schwert für euch. Ja.
Fantastisch. Es hat funktioniert. Ich dachte schon, wir hätten keine Chance. Wartet mal. Kai? Was ist passiert? Wo sind die Schaufler hin? Schaufler? Ja, puh. Das Zeug war stark. Keine Bange. Die Guten haben gewonnen. Wayne fiel um wie ein Klotz. Und wir haben Colored Bulk. Aber die Schleime. Die Schleime. Und die Schaufler. Ganz ruhig. Wir sollten hier lieber verschwinden, bevor ihr meine Königin zu mir sagt und euch für den Tee bedankt. Die Agenten des Ordens der Gerüchte sind auch so schnell wieder verschwunden, wie sie erschienen sind. Und so ist Marla dann allein mit Kai. Abschließend muss man allerdings die Kritik äußern, dass dieser Schritt der Geschichte sehr konfus ist. Haltet und das liegt nicht nur an dem Halluzinogen. Fängt die Geschichte noch recht klar an, scheint der Teil mit dem Gegengift nur unvollständig implementiert und wirkt vollkommen konsequenzlos. Ich hoffe aber, ich konnte die Ereignisse korrekt darstellen. Zurück im Königintal erreicht Marla auch ein Hilferuf. Zentauren im Weizenfeld! Zentauren im Weizenfeld! Sie legen Brände und entführen die Bauern! Schon von Weitem sieht man die brennenden Felder. Kryta befindet sich, auch hier im Herzen, in einem ständigen Konflikt mit den Zentauren. Die Zentauren haben hier den großen Wassersprinkler sabotiert, sodass die Feuer ungehindert wüten können. Marla vertreibt die Zentauren von den Feldern und hilft den Menschen, Teile zur Reparatur des Sprinklers zu finden, damit die Feuer schlussendlich auch gelöscht werden können. Marla beschließt, der Hauptstadt Kraitas, Götterfels, einen Besuch abzustatten. Auf dem Weg kommt Marla an einer Jagdhütte vorbei, auf der sie zur Beteiligung an der Jagd eingeladen wird. So erreicht sie dann auch Stufe 36. In der Gegend sind auch besonders starke Wildschweine, die den Jägern immer wieder Probleme bereiten. Auch für Marla sind dies nicht ungefährliche Gegner, da sie Marla anschirmen und umwerfen können. Und das, obwohl Marla bereits Stufe 36 ist. Dafür sorgt eine Mechanik von Guild Wars 2, die sogenannte dynamische Stufenanpassung. Links unten kann man erkennen, dass neben Marlas Stufe 36 noch eine grüne Zahl angezeigt wird. Diese signalisiert, dass Marla auf Stufe 10 heruntergestuft und ihre Attribute entsprechend angepasst wurden. Damit ist auch der Besuch des Königintal kein Selbstläufer, sondern beinhaltet reale Gefahren für Marla. Das ist auch der Grund dafür, warum Marla noch Erfahrung hier sammelt und erlaubt überall in der Welt herausfordernde Begegnungen. Als Marla im Dorf Shemur vor den Toren von Götterfels ankommt, ist es bereits Nacht geworden. Sie schaut sich gerade in Shemur um, als sie ein Gespräch der Einwohner hört. Irgendwas stimmt nicht. Meine Gedärme brennen förmlich. Banditen haben das Wasserwerk von Shemur vergiftet und die Einwohner leiden unter den Folgen. Lehrling Jameson weiß, wie man das Wasser reinigen kann, aber dazu benötigt er Proben der Schleime, die sich hier bilden. Marla hilft jedoch gern aus und beschafft für Jameson die Giftkleckse, die er benötigt. Jameson gelingt es auch, das Wasser zu reinigen. Und damit ist die Wasserversorgung von Shemur und Götterfels wieder gesichert. Tretet beiseite und schaut mir zu. Im Handumdrehen saufen wir wieder frisches Wasser eimerweise. Über diese Aktion ist es auch Tag geworden und so kann sich Marla ganz der Stadt Götterfels widmen. Götterfels ist seit dem Untergang von Löwenstein die Hauptstadt von Kryta. Auch nachdem Löwenstein wieder aufgebaut wurde, hat die Stadt ihre Rolle in Kryta nicht verloren. Kryta ist das letzte Königreich der Menschen in Tyria und es befindet sich seit Jahren im Niedergang. Die Seraphen, die Armee von Kryta, kämpfen an vielerlei Fronten, insbesondere die Zentauren stellen eine dauerhafte Bedrohung dar. So greifen viele Menschen zu eigenen Mitteln und widmen sich dem Banditentum. Kryta wird regiert von Königin Jenna, unterstützt von einer Menge von Ministern, die aber auch zum Teil ihre eigenen Pläne verfolgen. So ist Kryta zwar nicht handlungsunfähig, aber wird doch von vielen internen Grabenkämpfen geplagt, die das Königreich erheblich schwächen. Die Stadt selbst ist wie ein Rad mit 6 Speichen angelegt, was die Stadt in verschiedene Viertel unterteilt.
Viele der Viertel orientieren sich an den menschlichen Kulturen auf Tyria, wie Elona oder Kanta. In der Speiche des Rats findet sich die Oberstadt. In diesem Bereich finden sich, neben dem Hauptquartier der Seraphen, auch der Thronsaal und der Tempel für die Götter. In der Kultur der Kraitana spielt die Verehrung der sechs Götter eine wichtige Rolle. Überall in der Stadt finden sich Statuen zur Verehrung der sechs und auch im täglichen Leben wird oft der Götter gedacht. Dazu muss man wissen, dass die Götter wirklich vor langer Zeit auf Tyria wandelten. Ein Besuch im Tempel in der Oberstadt erlaubt uns einen etwas genaueren Blick auf die Götter. Wir haben hier Balthasar, Gott des Krieges, Feuers und des Mutes, sowie Grend, den Gott der Dunkelheit, des Todes und des Eises. Cormir, die Göttin der Ordnung, Wahrheit und des Geistes. Lissa, die Zwillingsgöttin der Schönheit, des Wassers und der Illusion. Sowie Melandru, die Göttin der Natur, Erde und des Wachstums. Und Dwaena, die Göttin der Heilung, Luft, Wärme und des Lebens. Laut dem Foliant des Rubikon erschienen die Götter vor rund 2000 Jahren und brachten aus unbekannten Gründen die Menschen mit sich. Sie formten die Welt Tyria und lebten über 700 Jahre in Or, in der heiligen Stadt Ara, und regierten über die Menschen. Vor 1325 Jahren verließen sie Tyria, ein Ereignis, das als der Exodus bekannt wurde und die Grundlage für die Zeitrechnung von Tyria legt. Wir befinden uns also im Jahr 1325 nach dem Exodus. Nach diesem kurzen Ausflug geht es aber ganz schnell wieder zurück in den Hain, in die Omphalos-Kammer. Wayne ist nicht der einzige Bösewicht hier. Wir müssen Mastag erledigen. Einen Licht zu töten ist nicht leicht. Das erfordert sorgfältige Planung. Jeder hat eine Schwäche, sogar Mastag. Wenn wir wissen, welche, wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Willkommen, Heroldin. Kommt zu uns, es gibt viel zu erklären. Grüße, meine mutige Heroldin. Ich habe von eurem Sieg gehört. Kaladbolg ist endlich wieder da. Es war schwierig, doch es hat sich gelohnt. Wayne ist endlich bestraft. Heroldin, meine Forschungen in der Abtei waren von Erfolg gekrönt. Ich weiß jetzt, wo Mastag, der Verfluchte, begraben liegt. Und ich glaube, ich kenne sogar sein nächstes Ziel. Er plant, eine Menschenstadt namens Ascalon anzugreifen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er sie auslöschen. Er greift die Siedlung Ascalon an? Das ist eine ganz friedliche Gegend. Die haben kaum eine Verteidigung. Wir müssen Mastag aufhalten. Wir haben die nötigen Soldaten. Wenn der blasse Baum erlaubt, dass Kaladbolg in die Schlacht getragen wird, können die Wachsamen Mastag vernichten. Dazu braucht man nur Feuerkraft, Mut und einen Frontalangriff. Ihr denkt immer in geraden Linien. Schaut mal, Mastags Heer muss durch Zentaurengebiet marschieren, um nach Ascalon zu gelangen. Warum spielen wir diese beiden Feinde nicht gegeneinander aus und erledigen zwei Fliegen mit einer Klappe? Der Orden der Gerüchte könnte das mit Leichtigkeit arrangieren. Ich weiß, wo Mastag begraben wurde. Die Abtei könnte das Grabmal erforschen, die Fallen überwinden und einen Weg finden, den Lich im Schlaf zu vernichten. Das wäre die logische Vorgehensweise. Der Lich muss vernichtet werden. Für Rianok. Für Tyria. Hört mich an. Die Orden möchten, dass ihr ihnen beitretet. Wenn ihr das tut, werden sie euch ihre Kraft leihen. Mit ihrem Beistand könnt ihr Mastag vernichten. Es ist eure Bestimmung, gegen Saitan zu kämpfen. Einem Orden beizutreten wird euch helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wählt mit Bedacht. Heroldin, ich gebe Kaladbolg in eure Obhut. Wählt, wie ihr Mastag besiegen wollt. Und wisset, dass die Hoffnungen des Hains mit euch gehen. Nun ist sie da, die angekündigte große Entscheidung. Jetzt legen wir, zusammen mit den Maßnahmen gegen Mastag, auch die Mitgliedschaft bei einem Orden fest. Die Wachsamen sind sehr geradeaus, was durchaus seinen Charme hat. Die Abtei Dormant versucht, neue Erkenntnisse und Waffen gegen Saitan zu finden, was eine wichtige Aufgabe ist. Mala fühlt sich aber zum Orden der Gerüchte hingezogen, trotz der konfusen Mission. Mala ist, als Schößling des Zyklus der Nacht, eher eine Einzelgängerin und die Arbeit des Ordens der Gerüchte kommt dem am meisten entgegen. Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen,
die Zentauren und die Untoten gegeneinander auszuspielen, hat hier noch eine besondere Würze. Somit steht es fest, Maler tritt dem Orden der Gerüchte bei. Schön, dass ihr zum Orden der Gerüchte kommt. Um die Formalitäten kümmern wir uns nach der Schlacht. Traherne, begleitet ihr uns bei diesem Abenteuer? Niemand weiß mehr über die orianischen Untoten als ihr. Ich trete dem Orden immer noch nicht bei, aber ich helfe gerne. So begibt sich Maler zurück in die Gendarranfelder, um die Ascalon-Siedlung aufzusuchen. Ihr Weg startet an der Arena, in der Wayne besiegt wurde. Die Seraphen führen gerade eine Mission in die nahegelegenen Höhlen aus, in denen sich Zentauren versteckt halten. Die Zentauren haben Teile für Belagerungswaffen gestohlen, die dringend an der Nebo-Terrasse gebraucht werden. Belagerungsmeisterin Marit nimmt gefundene Teile entgegen. Natürlich bekommen die Seraphen Unterstützung bei diesem Vorhaben. Die Höhlen sind von den Zentauren stark bewacht, aber Maler kann die Vierbeiner einzeln erwischen und besiegen. So sind bald die benötigten Teile gefunden. Ruhig bleiben. Macht schneller. Ich nehme alle Teile, die ihr habt. Aber ich muss eine Lieferung fertigstellen. Großartig. Ich dachte, die Teile könnten wir vergessen. Schaffen wir die Teile zur Nebo-Terrasse. Die brauchen sie. Daraufhin macht sich eine Karawane bereit, um die Belagerungsteile zur Nebo-Terrasse zu bringen. Hört einmal her. Wir haben dafür zu sorgen, dass diese Katapultteile zur Nebo-Terrasse gelangen. Späher melden verstärkte Zentaurenaktivitäten entlang der Straße. Dachtet ihr, das wird ein Spaziergang? Seid wachsam. Die Leute in Nebo zählen auf uns und wir schaffen das. Die Nebo-Terrasse liegt ohnehin auf Malers Weg und so erklärt sie sich bereit, die Karawane zu beschützen. Die Zentauren versuchen immer wieder, den Nachschubtransport abzufangen. Die Eskorte kann diese Angriffe allerdings immer wieder abwehren, ohne dass die Packtiere zu Schaden kommen. Maler erreicht dabei Stufe 38. Stufe 37 hatte sie bei der Erforschung von Götterfels bereits bekommen. Angekommen an der Nebo-Terrasse wird deutlich, wie sehr sie sich bei ihrer Einschätzung im Hain geirrt hat. Das hier ist keine friedliche Gegend. Hier tobt ein Krieg. Vor der Nebo-Terrasse ist ein kleines Lazarett mit verwundeten Seraphen. Maler ist geschockt ob der Brutalität, mit der hier diese Auseinandersetzung geführt wird. Von allen Seiten ertönt der Ruf, dass die Nebo-Terrasse angegriffen wird. Unsere Nekromantin eilt natürlich sofort zur Verteidigung und kann das südliche Tor, das bereits von den Zentauren aufgebrochen wurde, auch wieder sichern. Es schließen sich auch noch weitere Spieler an. Doch es kann nicht verhindert werden, dass die anderen Tore auch aufgebrochen werden. Von allen Seiten strömen jetzt Zentauren in die Stadt. Unter den Angreifern befinden sich auch Champions und Elitekämpfer, die nur sehr schwer zu besiegen sind. Die Zentauren beginnen eine Stampede auf dem Marktplatz und zunehmend fallen die Verteidiger der Stadt. Auch Maler gerät in arge Bedrängnis und muss sich zwischen den Häusern verstecken, doch die Zentauren lassen nicht locker. Einer nach dem anderen fallen die Verteidiger und damit kann die Nebo-Terrasse nicht mehr gehalten werden. Mit Malers Tod fällt das Dorf an die Zentauren. Nachdem die Zentauren ihren Sieg gefeiert haben, lassen sie nur noch eine kleine Besatzungstruppe zurück. Da treffen Entsatzstreitkräfte der Menschen ein. Einer der Verteidiger heilt auch Malers Wunden und sie kann erneut in den Kampf eingreifen. Die kleine Truppe der Zentauren hat nun noch keine Chance mehr gegen die Menschen und ihre Verbündeten und so wechselt die Nebo-Terrasse wieder den Besitzer. Um die Geschehnisse in der Nebo-Terrasse zu verarbeiten, hilft Maler erstmal anderen Seraphen auf dem Schlachtfeld.
Auf dem kriegsversehrten Grund nördlich der Nebo-Terrasse taumeln verletzte Seraphen ziellos umher und nur die Medikamente aus Malaks Rucksack ermöglichen es, den Verwundeten zum Feldlazarett zurückzufinden. Da macht aber die Nachricht die Runde, dass die Siedlung Askalon angegriffen wird. Mala macht sich sofort auf den Weg, da der ganze Plan mit Mastak davon abhängt, dass die Siedlung in Menschenhand ist. Sie kommt auch noch rechtzeitig, noch wird die Siedlung gehalten. Mala unterstützt hauptsächlich die Verteidigung am Westtor der Stadt, an dem immer wieder kleine Angriffsgruppen auftauchen. Sie nutzt eine kleine Pause in den Kampfhandlungen, um einen Ausfall zur nahegelegenen Wegmarke zu machen. Dabei erreicht sie auch Stufe 39. Die Zentauren sind durchaus beharrlich in ihren Angriffen, aber die Verteidigung der Stadt hält. Irgendwann brechen die Zentauren den Angriff ab. Die Siedlung ist vorerst wieder sicher. Die Siedlung Askalon wurde von Flüchtlingen aus dem Königreich Askalon gegründet, die vor rund 250 Jahren vor der Invasion der Char über die Zittergipfel nach Kryta geflohen sind. Auch wenn die beiden Königreiche lange im Krieg miteinander standen, wurde den Flüchtlingen hier Unterschlupf gewährt. Insbesondere der Weiße Mantel, der damals in Kryta viel Einfluss hatte, war eine große Hilfe für die Flüchtlinge. Nachdem die Siedlung erstmal wieder sicher in der Hand der Menschen ist, trifft sich Mala mit Kaith und Kai außerhalb der Siedlung. Da seid ihr ja. Habt ihr Lust, etwas Ärger zu machen nach Art des Ordens der Gerüchte? Na sicher, Kai. Aber wo sind die anderen? Das Dorf sieht fast leer aus. Agenten des Ordens haben ein paar Fäden gezogen und die Spielschulden des Seraphenleutnants Lokam eingefordert. Im Gegenzug zum Schuldenerlass hat er Befehl gegeben, das Dorf zu evakuieren. Die Bewohner werden nur kurze Zeit weg sein. Aber in der Zwischenzeit besuchen wir die Harati-Zentauren und überreden sie, in die Siedlung zu kommen. Wir übergeben die Stadt den Zentauren? Wie soll uns das denn helfen, die Untoten zu besiegen? Ich glaube, ich weiß, was Kai vorhat. Denkt wie ein Spion, nicht wie ein Soldat. Das ist natürlich eine Falle. Die Untoten werden das Dorf stürmen und wenn sie reinkommen, prallen sie auf die Zentauren. Sobald sich diese beiden Gruppen im Kampf ausreichend dezimiert haben, kommt der Seraph zurück und nimmt die Stadt wieder ein. Lokam steht als Held da. Und in der ganzen Verwirrung erstechen wir drei Mastak, während seine Armee woanders beschäftigt ist. Das ist meine Art von Kampf. Das ist ein listiger Plan. Fangen wir an. So wird also die Siedlung evakuiert. Mala hat vom Blassen Baum die Erlaubnis bekommen, Kalat Bolg in die Schlacht gegen den Licht zu führen. Allerdings sieht nicht jeder Einwohner die Notwendigkeit für die Evakuierung ein. Verlassen? Warum? Das Dorf ist absolut sicher. Nicht mehr lang. Die Orianer sind hierher unterwegs. Ihr müsst evakuieren. Evakuieren? Das ist mein Zuhause. All mein Besitz ist hier. Besitz kann man ersetzen. Leben nicht. Könnt ihr sie zur Vernunft bringen? Ha? Mala kann Traherne dabei helfen, die Menschenfrau zum Gehen zu bewegen. In der Siedlung herrscht das Chaos, das bei einer Evakuierung zu erwarten ist. Verderben! Ja, genau, verderben. Kommt, Leutnant Lokum hat befohlen, alle zu evakuieren, also auch euch. Leutnant Lokum allerdings treibt die Evakuierung stringent voran. Die Zeit läuft ab. Sucht ein letztes Mal nach Nachzüglern. Dann ab in die sichere Zone. Ja. Seid ihr sicher, dass man den Silvari trauen kann? Ihr müsst ihnen nicht trauen, Feldwebel. Als Mitglied der Seraphen müsst ihr nur mir trauen. Ihr habt eure Befehle. Verstanden. Der Orden hat hier gründliche Überzeugungsarbeit geleistet. Die Seraphen führen die Evakuierung durch, aber noch immer sind Einwohner der Siedlung nicht davon überzeugt, ihr Haus und Gut zu verlassen. Nun hat noch Kaith etwas Schwierigkeiten bei der Überzeugungsarbeit. Die Harati schrecken mich nicht, sind nur Zentauren, die haben wir schon oft besiegt. Warum weglaufen? Wenn ihr bleibt, werden die Untoten euch abmetzeln. Die Zentauren sind nicht das Problem, sie sind die Lösung. Abmetzeln? Wollt ihr mir drohen? Ich habe auch vor euch keine Angst. Kümmert euch um diese Närrin, bevor ich sie viertele wie einen Apfel. Mala kann auch diese Dorfbewohnerin überreden und damit ist die Siedlung auch geräumt. Das dürfte interessant werden. Sehen wir mal, wie sich die Sache entwickelt, ja? Kai, Kaith und Mala können damit zum nächsten Schritt des Plans übergehen.
Sie machen sich auf den Weg, die Zentauren zu treffen und sie in die Siedlung zu locken. Vor der Stadt treffen die drei Silvari allerdings erstmal auf Piraten, die die Lage zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Hilfe! Piraten plündern die Evakuierten aus. Von meinen Sachen, ja, dreckige Schiffsratte! Aber das ist hundsgemein. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Das ist natürlich eine Schwäche des Plans, aber die Silvari können diesen Fehler beheben. Den Piraten wird die Lektion beigebracht, sich nicht an der Situation zu bereichern. Dann können die Silvari weiter in das Zentaurengebiet vordringen. Kai stellt auf dem Weg nochmal den Plan für die Verhandlungen klar. Überlass das Reden mir. Diese Harati sind nicht so dämlich, wie sie aussehen. An der Grenze zum Zentaurengebiet werden die Silvari aufgehalten. Halt! Nicht weiter! Ihr wolltet verhandeln? Sprecht! Noctis erwartet uns. Wollt ihr ihm erklären, warum ihr uns abgewiesen habt? Pferdefuß? Also gut, ihr könnt eintreten. Aber benehmt euch, sonst verlasst ihr diesen Ort nicht mehr. Kais Drohung wirkt. Noctis, der Häuptling der Zentauren, erwartet die Silvari mit seiner Streitmacht. Pflanzengeister, Seele der Erde, ich hätte nicht geglaubt, dass es wahr ist. Geister des Landes, das sind wir. Wir sind wütend auf die Menschen der Siedlung Ascalon. Wir haben sie mit unserer Magie vertrieben. Seht selbst, die Tore sind offen und die Straßen leer. Geht rein, Zentaur, und holt euch eure Beute. Noctis, die Menschen fliehen in die Berge. Der Geist sagt die Wahrheit. Das Dorf ist unbewacht. Galoppiert sofort zur Menschensiedlung. Danke, Geister. Die Harati werden eure Taten nicht vergessen. Häuptling Noctis nimmt das Geschenk der leeren Siedlung gerne an und dankt den Silvari, die er für freundliche Pflanzengeister hält. Kai verzichtet für den Moment darauf, das richtig zu stellen. So können die Zentauren in die Siedlung Ascalon eindringen, aber ihre Freude ist nur von kurzer Dauer. Erstaunlich. Die Stadt ist still wie der Tod. Ihr seid noble Geister und ihr seid Freunde der Harati. Die Zentauren wähnen sich damit am Ziel, als Traherne die neueste Nachricht überbringt. Die Auferstandenen marschieren auf die Siedlung Ascalon zu. Wir müssen alle zusammen helfen, diesen Ort zu halten. Die Untoten? Die Harati haben dies Land nicht zurückerobert. Damit ist der Verderbnis an einem Feld. Verschwendet möglichst keine Zeit mit anderen. Es entwickelt sich eine unbarmherzige Schlacht zwischen Auferstandenen und Zentauren. Kai, Kaith und Mala ziehen sich aus dem Gefecht zurück und gehen in Richtung des Friedhofs, wo sie Mastak vermuten. Auf dem Weg dorthin stellen sich noch Untote in den Weg, die allerdings ausgeschaltet werden können. Schließlich kommt es zur Konfrontation mit dem Lich. Armselige kleine Abenteurer, komm, kämpf gegen mich! Für die Silvari sind jetzt genug der Worte gewechselt worden, auch wenn Mastak immer wieder die drei herausfordert. Gegen die Macht von Kalad Bolg hat der Licht schließlich auch keine Chance, auch wenn er noch im letzten Moment Verbündete ruft. Kaith kann Mastak aber den Todesstoß geben. Die Seraphen dringen jetzt wieder in die Stadt vor und die vom Kampf mit den Untoten stark dezimierten Zentauren ergreifen die Flucht. Noctis hat jetzt realisiert, dass er von den Pflanzengeistern betrogen wurde, aber das nutzt ihm auch nichts mehr. Die Siedlung Ascalon ist wieder in der Hand der Seraphen. Der Plan des Ordens der Gerüchte ist aufgegangen. Mastak, der Verfluchte, ist tot. Die Klinge Kalad Bolg hat Rianok endlich gerecht. Gut gemacht. Eure List und eure guten Nerven haben es diesen Untoten wirklich gezeigt. Ich bin stolz, dass ihr zum Orden der Gerüchte gehört. Kommen wir zum Rest eures Einführungsrituals. Geht nach Löwenstein. Ein Apfelhändler wird sich bei euch melden. Trefft euch mit ihm für euren ersten offiziellen Auftrag. Danke, Kai. Ihr könnt auf mich zählen. Kaith, ihr seid so still. Seid ihr verwundet? Nein, ich denke nach. Rianok starb, bevor er seine wilde Jagd vollenden konnte. Er hat versagt, weil er allein war. Wenn wir gegen Saitan kämpfen wollen, dürfen wir uns nicht durch Angst oder Zorn entzweien lassen. Wenn wir keinen Weg finden, die Drachen zu besiegen, wird Tyria zerstört.
Sagt mir, haltet ihr es für möglich, dass die Leute ihre Unterschiede vergessen? Dass sie sich zusammenschließen? Unsere Träume inspirieren uns, Cave. Wir dürfen nie die Hoffnung aufgeben oder wir geben den Traum selbst auf. Dann muss ich auch nach Löwenstein gehen. Es ist Zeit, die Klinge des Schicksals wieder zusammenzurufen. Mit eurer Erlaubnis werde ich Kaladborg zum Blassen Baum zurückbringen. Ich werde von Mastaks Niederlage berichten. Werde ich euch wiedersehen, Traherne? Ja, da bin ich sicher. Unsere wilden Jagden sind miteinander verknüpft. Wir werden einander brauchen. Mögen eure Wege mit Abenteuern und Freude gesegnet sein. Bis wir uns wiedersehen. Das nächste Ziel wird also Löwenstein sein. Und dort werden wir auch Cave wieder treffen. Marla verabschiedet sich von den anderen und macht sich auf den Weg. Im Süden der Gendaran-Felder sind entlang der Löwenstraße die Larventeiche, einem Sumpf, in dem viele Untote ihr Unwesen treiben. Die Larventeiche werden derzeit von Ketzurak, einer mächtigen, auferstandenen Abscheulichkeit, unsicher gemacht. Ketzurak ist nicht nur ein Champion, er hat sich offensichtlich auch schon gegen viele Angriffe zur Wehr gesetzt. Abscheulichkeiten erzeugen im Kampf Raserei, die ihren Schaden erhöhen, und Ketzuraks Raserei ist vollkommen aufgeladen. Dann reicht ihm ein Schlag mit der Keule, um Marla niederzuschlagen. Marla zieht sich erstmal aus dem Kampf zurück. Das Monster ist so nicht zu schlagen. Ihr kommen allerdings zwei andere Kämpfer entgegen, ein Wächter und eine Waldläuferin. Gemeinsam nehmen sie den Kampf mit Ketzurak wieder auf, und auch wenn alle drei öfter mal dem Tode nahe sind, schaffen sie es doch in einem langen und ausgesprochen schwierigen Kampf, die Abscheulichkeit niederzuringen. Die Sümpfe sind damit ein kleines bisschen sicherer geworden. Trotzdem sind immer noch viele Untote hier unterwegs, was auch der fahrende Händler Denton feststellen muss. Die Auferstandenen haben ihn und seinen Packesel als Ziel auserkoren und er muss sich gegen die Angreifer zur Wehr setzen. Glücklicherweise kann ihm Marla und andere Spieler hier helfen, sodass er die Larventeiche passieren kann und sicheres Gebiet erreicht. Marla verabschiedet sich hier und setzt die Reise nach Löwenstein fort. Durch die Entdeckung der Stadt Löwenstein erreicht Marla dann auch Stufe 40. Ein perfektes Timing. Das werde ich noch weiterreichen an den blassen Baum. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. In der nächsten Folge werden wir Löwenstein erkunden und Cave und die Klinge des Schicksals dort treffen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da oder wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert den Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!